Neben einem zahmen Wolf und einer Katze für euer Langschiff könnt ihr außerdem Glühwürmchen in eurer Siedlung einziehen lassen. Wie das im Einzelnen geht, zeige ich euch in den verlinkten Videos am Ende oder schaut unten in der Beschreibung oder auf meinem Kanal nach. Diesmal können wir einen zahmen Fuchs bzw. eine zahme Füchsin namens Pusteblümchen zu uns in die Siedlung holen. Was es dabei zu beachten gibt, damit sie auch garantiert dort erscheint, erzähle ich euch jetzt. Schauen wir zunächst einmal auf die Karte. Wir müssen hierzu nach Oxenaffordshire, genauer gesagt an einen Standort zwischen Buckingham und Linford. Es ist dieser kleine weiße, weißblaue Punkt, den ihr hier seht. Dort geht bzw. reitet ihr hin und sprecht erst einmal mit der Frau, die vor dem brennenden Haus kniet. Damit startet ihr das Weltereignis Rettung eines Hundes. Die Frau bittet euch nun, ihre Hündin Pusteblümchen aus dem brennenden Haus zu retten. Wenn ihr drin seid, müsst ihr im hinteren Bereich eine Wand aus Zweigen zerstören, damit Pusteblümchen euch folgen kann. Ein paar weitere Luftöffnungen zu schaffen, kann auch nicht schaden, damit Sauerstoff ins Haus kommt. Um das Haus verlassen zu können, müsst ihr zunächst noch die Box vor der Tür wegschieben. Dazu einmal links die Bodenvase zerdeppert und schon kann die Schieberei losgehen. Wer schiebt denn bitte eine Box vor den einzigen Fluchtweg, die dann auch noch so groß und so schwer ist wie ein Schrank? Wäre das nun geschafft, geht ihr mit Pusteblümchen zu der Frau. Dein Frauchen ist hier drüben, Pusteblümchen. Da schlägst du dich im Busch. Die Frau nun bittet Eivor, auf Pusteblümchen aufzupassen und stirbt dann an einer Rauchgasvergiftung. Wohl, meine Pupsi Pus. Auch wenn hier jetzt steht, Weltereignis abgeschlossen, solltet ihr nicht direkt in eure Siedlung schnell reisen, sondern mit dem Fuchs an eurer Seite ein Stück gehen. Wenn ihr das nicht tut, ist der Fuchs hinterher nicht in eurer Siedlung. Das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert, da war sie einfach nicht aufzufinden. Während Eivor und Pusti nun zusammen spazieren gehen, fragt Eivor, ob sie mit in ihre Siedlung kommen will, und Pusti gibt akustisch zu verstehen, dass sie will. Damit ist sichergestellt, dass der Fuchs in eurer Siedlung ankommt und wenn ihr zu Hause eintrefft, werdet ihr auch direkt von Pusteblümchen begrüßt. Wenn man mag, kann man dem Fuchs nun folgen und eine kurze Rundreise durch die Umgebung des Dorfes machen. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr meinen kürzlich gestarteten Kanal unterstützen wollt, gebt gerne den Daumen nach oben oder schreibt einen Kommentar bzw. abonniert für mehr Assassin's Creed Content.